1811. Okay. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ja. 1812. Nee. Übertreten. Komm, ey. Übertreten. Das war so ein Stückchen. Das ist schwierig. Das würde ich bei dir auch nicht sagen. Das sind die Spielchen. Frau Staatsanwältin lässt nachfragen, wann sie mit dem Abschlussbericht im Fall Opitz rechnen kann. Du, ich muss Benny von der Schule abholen. Nee, heute bin ich dran. Ich hab's Benny versprochen. Ist Geburtstagsgeschenk. Ach ja, was ist mit deinem Abschlussbericht, hä? Tja, meiner ist auch fertig. Ja, super, ihr Streber. Und wenn Sie die Berichte haben? In 3 Stunden. Sag mal, wohin wollt ihr eigentlich? Adventure Park. Ah, da haben Sie ja 2 gefunden. Hey, und nicht so viel Cola, nicht so viel Süßigkeiten, Signore Alvarez. Ich komm nicht so spät nach Hause, hörst du? Also dann. Ciao. Hi, Miguel. Hi, Benny. Was haben wir heute dabei? Auge. Du die Kleine, ich die Große, okay? Viel Glück. Eine nette Tochter haben Sie. Und Sie einen netten Sohn? Ja. Finden Sie? Hi, ich bin Benny. Benny? Okay, und was willst du? Willst du Musik hören? Nee. Vielleicht ein Eis? Mm-mm. Will von euch jemand ein Eis? Mm-mm. Kann man nichts machen. Tschüss. Und du bist alleinerziehend? Ich auch. Ganz so einfach ist es natürlich nicht, aber wird den schon durchkriegen, den Zwerg. Wo sind die beiden eigentlich? Conny ist da drüben. Und wo ist Benny? Benny? Benny! Hör mal, der Junge, der vorhin bei dir war, weißt du, wo der steckt? Der ist da rüber gegangen. Und dann in ein Auto eingestiegen. Ist er in ein Auto gestiegen? Ja. Was war das für ein Auto? Weiß nicht. Komm, denk nach, konzentrier dich. So eins mit einer Schnauze. Schnauze haben die alle Farbe. Rot oder schwarz? Meine Güte, was heißt oder? Was ist mit dem Kennzeichen? Weiß ich nicht. Verdammte Scheiße, du wirst ja wohl noch lesen können, oder was? Hey, was soll das? Du musst besser auf deinen Sohn aufpassen. Das ist nicht mein Sohn. Das ist jetzt aber nicht wahr, oder? Sag mal, spinnst du? Verdammt nochmal, ich hab dir Benny anvertraut. Wie kannst du ihn einfach aus den Augen verlieren? Das war eine Sache. Komm, Miguel, hör mir auf mit dieser Scheiße, ja? Was war das für ein Auto? Was das für ein Auto war? Ich weiß es nicht. Ich meine, außer dem Mädchen hat keiner was gesehen und das ist völlig vage. Das gibt's doch nicht. Sag mal, wie kann sowas passieren, hä? Wie?
Wie kannst du so blöd sein? Ich dachte, du bist Polizist! Ja, du auch. Und trotzdem steigt dein Junge in fremde Fahrzeuge. Willst du mich verarschen? Willst du mich für blöd verkaufen? Ja, ja, Schatz, jetzt beruhigt euch. Beruhigen, ja? Man muss ich dir erklären, was jeden Tag passiert? Ein Kind verschwindet! Und zwei Tage später wird es im Gebüsch gefunden, missbraucht! Jan! Jetzt nimm nicht gleich das Schlimmste an. Hast du eine Fahndung rausgegeben? Natürlich habe ich eine Fahndung rausgegeben. Ich habe sofort die Zufahrtsstraße kontrollieren lassen. Ich habe alles angeleiert. Und? Miguel, ich verspreche dir, wenn Benni auch nur das Geringste passiert, Jan! Ich verstehe ja deine Angst, aber die hilft uns nichts. Wir müssen einen klaren Kopf behalten. Benni muss nicht unbedingt an einen Sexualtäter geraten sein. Möglich wäre eine Entführung. Gibt es irgendjemand, der Interesse daran haben könnte, dass Benni entführt wird? Anja. Ist meine Ex. Ja, könnte sie was mit der Sache zu tun haben? Sie wollte Benni öfter mal zu sich holen in letzter Zeit, aber... Vielleicht ist sie ja zufällig in Leipzig. Vielleicht saß sie ja in die Waage, in die Benni eingestiegen ist. Ist doch möglich, oder nicht? Ruf sie an. Anja, Jan hier. Wo bist du? Mailand. Benni ist verschwunden. Möglicherweise entführt. Nein, wir wissen es noch nicht genau. Ja, wenn du meinst. Und wer das ungefähr? Gut, ich hole dich ab. Anja! Hallo. Wisst ihr schon was? Geht schon. Nein. Aber meine Kollegen haben alles vorbereitet für den Fall, dass sich jemand meldet. Du hast ein Shooting abgebrochen? Du bist lustig. Anja. Ich mach dir keinen Sorgen. Dann mach ich eher mir. Komm. Das ist Anja, meine Bennys Mutter. Trautschke. Hallo. Das ist mein Chef. Freut mich. Das sind meine Kollegen Ina und Miguel. Guten Abend. Das ist Hertha, sie... Sie kümmert sich um Benni, wenn ich arbeite. Es hat sich noch niemand gemeldet, Herr Maybach. Der arme Benni, diese stockfinstere Nacht. Ich könnte verrückt werden. Tonband, Fernschaltung, alles präpariert. Jetzt müssen wir abwarten. Was wollen die Entführer? Weiß ich nicht. Er sagt, du sollst den Briefkasten abziehen. Bist du soweit okay? Ja. Pass auf, Benni. Sag dem Entführer, ich werde erfüllen, was er verlangt, okay? Hörst du? Benni! Benni! Aufgelegt. Verdammt! Ja, sei beruhigt. Zumindest wissen wir, dass Benni lebt.
hast du das Gespräch orten können. Das Einzige, was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass von irgendeinem Handy aus angerufen wurde. Okay, prüf die Hintergrundgeräusche. Besorgen Sie 2 Millionen in kleinen Scheinen zu 50 innerhalb von 12 Stunden nach Erhalt dieser Forderung. Also um 13 Uhr. Und warten Sie auf weitere Anweisungen. Scheint ein ganz normaler Drucker zu sein. Wahrscheinlich Tintenstrahl. Ich bring's ins Labor zur Untersuchung. Okay. Wir müssen uns Geld besorgen. Wir kümmern uns ums Geld. Ja, dann soll jemand hierbleiben. Nee, ist okay. Und Sie gehen nach Hause und schlafen ein bisschen mehr. Ich schlafe bestimmt nicht, solange Benny irgendwo da draußen ist. Weggeworfen. Benny hängt sehr an ihm. Er war 2, als ich ihn ihm geschenkt habe. Kann er sich doch bestimmt nicht erinnern. Er weiß, dass er von dir ist. Tut weh. All die verlorenen Jahre. Er ist groß geworden, nicht? Ich habe davon gar nichts mitgekriegt. Versteh mich nicht falsch. Für mich gab es nie die Frage, ob du Benny nimmst. Du warst der Einzige, den ich mir vorstellen konnte. Ich war damals eben einfach nicht in der Lage, mich um irgendjemanden zu kümmern. Aber das ist jetzt vorbei. Ich bin weg von dem Zeug und ich will nicht, dass er mir irgendwann als Erwachsener gegenübersteht und ich ihm völlig fremd bin. Du hättest ihn mir in den Ferien lassen können. Damit du ihn mit auf Tingeltour nimmst? Moment mal, das, was du Tingeltour nennst, ist mein Job. Und in den Ferien hätte ich sehr wohl Zeit für ihn gefunden. Anja! Du enthältst ihn mir vor! Das ist nicht wahr! Das ist wohl wahr! Weil du immer noch Angst hast, ich könnte einen schlechten Einfluss auf ihn haben. Ach, das ist doch Unsinn! Ich verspreche dir, wenn wir Benny wieder haben, werden wir das irgendwie regeln. Die Laborergebnisse sind negativ. Keine Spuren von Speichern und keine Fingerabdrücke auf dem Brief mit der Lösegeldforderung. Wir haben auch mit Bennys Schulfreund und mit seinen Lehrern gesprochen, aber keinem ist was aufgefallen. Aber er muss Benny beobachtet haben. Ja. Hier, das hat die Kleine vom Spielplatz für uns gezeichnet. Ich weiß, es ist kein Foto, aber immerhin hat sie sich beim Malen erinnert, dass die hinteren Fenster des Autos dunkel getönt waren. Bei der Farbe ist sie sich leider nicht so sicher. Aber ich finde, das sieht wie ein Van aus, oder? Ja, aber solche Dinge hat fast jeder Hersteller im Programm. Vielleicht ist Hertha ja mal so ein Van aufgefallen. Was ist mit dem Geld? Mario und Miguel sind drüben und präparieren es. Ich kümmere mich mal um sie, ja. Der größte Schwachpunkt ist immer die Geldübergabe. Die meisten Entführer werden darüber geschnappt. Das ist ein Fall für einen Gabelstapler hier. Der entwischt uns nicht. Hoffentlich. Jan, wir unternehmen nichts, was Bennys Leben gefährden könnte. Klar. Ja? Benny. Ja. Okay. Okay, hab ich. Und halt durch, mein Kleiner. Hallo? Wir sollen das Geld im Altkleidercontainer an der Bischofsstraße deponieren. Na dann, Beeilung! Geld da rein!
Die Sender? Vergessen. Da stimmt doch was nicht. Der wird schon kommen. Wir haben das ganze Geld in kleinen Scheinen. Wenn er den Packen da rausholt, das ist doch nicht ganz unauffällig. Da muss er damit rechnen, dass der Container beobachtet wird. Sag mal, kann es nicht sein, dass es um was anderes geht? Gar nicht um Kohle? Um was? Denk doch mal nach. Er wird kommen. Er muss kommen. Bist du verrückt? Gehst du völlig durch, oder was? Hör mir auf! Lösegeld. So ein Unsinn. Ich hab von dem Geld nichts gewusst. Und Sie waren rein zufällig da? Nee, ich wollte den Container leeren. Ach, ausgerechnet heute, ja? Jan. Ausgerechnet heute. Was heißt denn ausgerechnet? Leerung ist jeden Dienstag und heute ist Dienstag. Den haben wir in dem Altkleidercontainer gefunden. Jan, das muss irgendwas mit deiner Kölner Zeit zu tun haben. Vielleicht mit deiner Zeit beim BKA. Aber der Typ, dieser LKW-Fahrer... Dieser LKW-Fahrer, Jan, der hat damit nichts zu tun. Du reagierst einfach zu heftig. Ich verstehe dich, aber das hilft nicht und du hilfst auch Benny nicht. Also halt dich zurück. Wir müssen Verbindung mit dem PK aufnehmen. Sie sollen uns seine gesammelten Fälle schicken. Das mache ich. Ja, soweit man das nach so einer Zeichnung sagen kann. So einen Wagen habe ich mal unten in der Straße gesehen. Aber der war dunkel. Ist Ihnen irgendwas besonders aufgefallen, das Kennzeichen oder so? Die Zahlen. Die Zahlen? Ja, das waren die Zahlen des Jahres, in dem mein Mann gestorben ist. Und wann war das? 1988. Und der Rest des Kennzeichens? War es ein Leipziger Wagen? Ich weiß es nicht. Aber Sie sind sicher, dass das Fahrzeug dunkel war? Ja, weil es mich an einen Leichenwagen erinnert hat. Oh Gott, ich meine, ich wusste ja nicht, dass das wichtig sein könnte. Ich könnte den umbringen. Vielleicht helfen Sie die Zahlen weiter. Ich kümmere mich drum. Gibt's was Neues über die Handynummer? Ist ein Kartenhandy, es ist... Ist auf deinen Namen registriert. Das gibt's doch gar nicht. Und solange das Ding ausgeschaltet ist, können wir es auch nicht orten. Was ist mit den Geräuschen? Irgendjemand verarscht mich doch da. Jan, wir kriegen raus, wer das ist. Benny? Ich soll dich fragen, ob du alle zwei Briefe gekriegt hast. Ja, hab ich. Was will er? Ich weiß es nicht. Ich muss jetzt auflegen. Benny, nicht auflegen. Ich bin's. Benny, hörst du mich? Ja. Ich.
gibt in Leipzig keinen roten oder schwarzen Van mit dem Todesjahr von Herthas Mann im Kennzeichen. Was ist mit Köln? Das habe ich überprüft. Fehlanzeige. Aber irgendwie muss es mit Köln zu tun haben. Wenn du auf den Hinweis verlassest. Jedenfalls sieht es eher nach Rache aus als nach irgendwas anderem. Jemand, den du in den Knast gebracht hast oder ein Verwandter von dir. War vielleicht mal ein Kind im Spiel in einem deiner Fälle? Auge um Auge. Nein. Was ist mit den Unterlagen vom BKA? Die sind unterwegs. Maloney? Was war mit dem? Zu entreiten, Menschenhandel, sitzt noch. Mein lieber Mann, du hast aber das halbe Rheinland eingeloggt. Ali Gülek? Nee, der bestimmt nicht. Stark, die Post, wohin? Auf den Schreibtisch. Tschüss. Tschüss. Jan? Stelle gewechselt, damit er mehr Zeit für ihn hatte. Weil ich das ganze Jahr über in der Weltgeschichte umhergedüst bin. Ich hatte nur Angebote von Top-Fotografen. Egoistisch, ne? Ich hatte richtig Erfolg damals. Und ich hatte immer zu Angst, ihn zu verlieren. Hast du Benny oft besucht? Am Anfang schon. Und dann kam wieder Koks dazu, wie üblich. Und ich wollte nicht, dass er mich so sieht. Naja, wenigstens das habe ich heute im Griff. Danke. Einbach ist vor einem Monat entlassen worden. Das ist jetzt knapp 9 Jahre her. Einbach hat damals in Köln als Model gearbeitet. Er war sowas wie der Star der Szene, die er zugleich mit Drogen versorgt hat. Und zwar im ganz großen Stil. Um ihm diesen Handel mit Drogen nachweisen zu können, wurde ich auf ihn angesetzt. Undercover. Als Model? Ja. Und wir hatten Erfolg. Er vertraute mir auf der ganzen Linie. Und so konnten wir ihn auch überführen. Er hat mir das natürlich verübelt. Ich hätte mich in sein Herz geschlichen und ihn dann verraten. Hör mal, du hast deinen Job gemacht. Ja, aber offensichtlich sieht er das anders. Und jetzt zahlt es dir mit gleicher Münze zurück. Ja. Dazu kommt noch, dass er sich damals bei unserem Zugriff verletzt hat. Er ist mit dem Gesicht in eine brennende Fackel gefallen. Hat eine böse Narbe davon getragen, mit der er nie wieder modeln kann. Und dafür gibt er dir auch die Schuld. Wie weit meinst du, dass er geht? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie sehr er sich in den Jahren im Knast da reingesteigert hat.
Jens Eidenbach? Jens Eidenbach, das gibt's doch gar nicht. Klar traue ich dem das zu, dem traue ich alles zu. Ich war mit ihm zusammen damals, als ich Jan kennengelernt habe. Er war ihr Dealer. Und für den ist alles zusammengebrochen, als Jan ihn auffliegen lassen hat. Jens war überzeugt davon, dass er das nur machen würde, um bei mir freie Bahn zu haben. So ein Quatsch. Aber für ihn stellt er sich so dar. Mit Bennys Entführung kann er sich an euch beiden rächen. Und ich bin Bull und kann nichts dagegen tun. Die Leihwagenfirma in der Stadt ist auf den Namen Eidenbach kein Wagen ausgeliehen worden. Bei der letzten allerdings ein roter Voyager auf den Namen Defilé. Hier. Das ist die Modelagentur, für die Eidenbach gearbeitet hat. Und weil das Stammer aus der Leihwagenfirma in Berlin ist, hat er natürlich ein Berliner Kennzeichen. BLE 1988. Das Todesjahr von Herthas Mann. Ja, dann gibt das Auto zur Fahndung aus. Was ist mit dem Foto von Eidenbach? Das ist an alle Polizeidienststellen weitergeleitet worden. Bundesweit? Eidenbach kann mit Benny überall hin sein. Ich glaube eher, dass er die Nähe sucht. Wer sowas macht, der will sein Opfer sehen. Benny? Ja? Hey Benny, ganz ruhig. Ich weiß, wer dich entführt hat. Mach dir keine Sorgen, ich hol dich da raus, okay? Und jetzt will ich mit Jens sprechen. Ich hab doch gewusst, dass du ein schlauer Polizist bist, Jan. Schlau, schön und verschlafen. Spar dir den Text, ja? Was willst du? Nichts. Alles bestens. Ich habe, was ich will. Du weißt, mit wem du es zu tun hast. Jetzt musst du mich nur noch finden. Schöne Grüße an Anja. Wenn du Benny auch nur ein Haar kriegst. Spitz mir mal vor. Ich hab doch gewusst, dass du ein schlauer Polizist bist, Jan. Schlau, schön. Die Geräusche, kannst du mir die hochziehen? Schlau, schön. Hört ihr das? Schlau. Nein, im Hintergrund. Schlau, schön. Klingt wie ein Windspiel. Ein Windspiel? Wir müssen uns erinnern. Wir müssen uns erinnern, was uns für Jens einfällt. Bekannte, Vorlieben, Hobbys, irgendwas. Irgendwas, was uns einen Hinweis geben könnte, wo er Benny gefangen hält. Verstehst du? Segeltörn erzählt, den er durch die Ägäis gemacht hat. War völlig hin und weg damals. Er hat von nichts anderem mehr geredet. Weißt du es nicht mehr? Und das Geräusch. Das Windspiel, warte mal. Das könnte von der Takelage eines Segelbootes stammen. Hier in Leipzig? Kulkwitzer See. Nein. Ich komme mit. Hallo.
wir da nicht eine Feindung? Ich geb's mal durch. Willst du noch eine Schnitte? Jawohl. Alles? Ja? Und wo ist der Wagen gesehen worden? Was, Kulpwitzer See? Danke. Ida, wir haben Einbachs Wagen. Ruf Hajo an. Der ist auf dem Weg zu Jan. Na komm! Die sind vor 10 Minuten aus dem Haus gerannt. Und wohin? Okay, Hajo, wir treffen uns am See. Alles klar. Schneller! Ist okay? Ja, ja. Ich geh darüber. Du hast ja Anja gar nicht mitgebracht. Hoch mit dir. Steh auf! Dreh dich um. Wo ist Benni? Benni! Ich lauf schon nicht weg, Jan. Benni! Was hast du mit ihm gemacht, hä? Ist es nicht schön, Jan, dass wir uns wiedersehen? Nach so vielen Jahren? Komm, ist ganz ruhig. Jetzt rauch erstmal eine Zigarette. Verdammt, du sagst mir, wer ist der? Ich gebe ihm noch 2 Stunden. Was? Was 2 Stunden? Zu leben. Schwein! Komm her! Du sagst mir zu, Benni, das bringt dich um, du Arsch! Fuck's aus! Wir sind hinten auf dem Boot. Anja, bleib hier. Sei du Schwein! Du bist jetzt mein Kopf! Du sagst mir jetzt, wer mein Sohn ist, du Schwein! Pack's aus! Was hast du mit Benni gemacht? Was ist das? Jan! Nein, Benni! Benni! Wo ist mein Sohn? Verdammte Scheiße! Komm runter, verdammte Scheiße! Da, haben Sie das gesehen? Er wollte mich töten. Echt. Komm hoch. Hast du ihn? Wo ist er? Auf dem Boot gibt es Blumen für dich. Du kannst sie Benni aufs Grab legen, Anja. Wo ist der Junge? Ich weiß es nicht.
Wir müssen den See absuchen lassen. Ja, ich weiß. Was hat es mit diesen verdammten 2 Stunden auf sich? Es ist jetzt nur noch 1 Stunde. Verdammte Scheiße, was? Schicken Sie mir bitte Jan rein, Herr Kommissar. Da bist du echt machtlos. Also, das sind die Sachen vom Segelboot und aus Eidenbachs Leihwagen. Irgendwo muss ein Hinweis sein. Was wolltest du mir sagen? Verstehe. Du wolltest mich nur sehen. Warum das Ganze, hä? Weil ich dich damals verraten habe? Das ist Illusion. Wir waren nie Freunde. Wir waren auf verschiedenen Seiten. Klar habe ich deine Gefühle verletzt. Da bin ich nicht stolz drauf. Aber du willst dich für eine verratene Freundschaft an jemandem rächen, der nie dein Freund war. Und weißt du, was mich bei all dem am meisten anwidert? Nein. Deine Feigheit. Anstatt dich deinem Gegner zu stellen, hältst du dich an ein unschuldiges Kind. Da, wo es ihn am meisten schmerzt. Jan. Und das ist genau das, was ich wollte. Diese Situation, ich sehe es dir an, das Dilemma, in welchem du dich gerade befindest. Am liebsten möchtest du mich umbringen, aber du kannst nicht. Denn damit würdest du dir ja vielleicht die letzte Hoffnung zerstören, dass ich dir doch noch verrate, wo Benny ist. Und weißt du, was so komisch daran ist? Du könntest mich umbringen. Jetzt! Auf der Stelle. Denn mein Entschluss steht fest. Ich werde dir nicht sagen, wo Benny ist. Nicht eher er tot ist. Aber das weißt du ja erst hinterher. Vielleicht möchtest du mich ja dann umbringen. Wenn es dir deine Polizistenmoral erlaubt. Oder vielleicht eine deiner Kollegen hinterm Spiegel. Wer ist jetzt gerne in einer anderen Haut, aber ich nicht. Da komm, schrei. Nichts. Das ist absolut nichts, was auf Versteck hindeutet. Wie kann er so genau bestimmen, wann Benny tot sein wird? Ich verstehe das nicht, verdammte Scheiße. Wieso ist er sich so sicher? Hat er irgendwas gesagt? Ich will ihn sprechen. Du willst Rache? Gut. Dir geht's dabei nicht so sehr um mich, auch gut. Und du willst, dass Jan leidet. Wunderbar, das tut er. Sehr sogar. Aber wenn du dir dein Gehirn nicht total verkorkst hast, dann erinnere dich mal bitte daran, wer mich mit Jan bekannt gemacht hat. Und daran, dass ich noch eine Weile mit dir zusammen war, obwohl ich schon längst in Jan verliebt war. Und vielleicht fällt dir dann auch wieder ein, wie lange es her ist, dass er dich verhaftet hat. Knapp 9 Jahre. Benny ist etwas über 8. Das ist ja ganz schön krachen lassen, Anja. Aber selbst wenn es stimmt, weiß Jan davon? Oder hört er es zum ersten Mal? Selbst wenn es stimmt, was du sagst. Die Chancen, dass Benny mein Sohn ist, stehen immer noch 50 zu 50.
Und das nehme ich in Kauf. Wieso kann Einbach sich so sicher über den Zeitpunkt von Bennys Tod sein? Moment mal. Wann hat Jan Einbach geschnappt? So um 7, warum? 2 Stunden hat er ihm gegeben, ja? Dieses Haus hier wird um 9 gesprengt. Und wo ist das? In der Körnerstraße. Körnerstraße? Ja, was? Hier, der Blumenladen, Körnerstraße. Ich schätze, wir haben ihn. Jan, Mann, ich weiß, wo Benny ist. Wir wissen, wo der Junge ist, Arschloch. Hey, und wie heißt die Abrissfirma? Jan! Hey, du nicht! Scheiße, du nicht! Verdammte Scheiße! Jetzt sind wir her! Nein, jetzt! Scheiße! Sprengmeister will ich seine Handynummer. Oh Gott, Schätze, geh ran, geh ran! Alles klar. Jan! Weißt du was? Kriegst du morgen im Adventure-Park. Also ich glaube, das ist keine gute Idee, oder? Nee. Wieso? Ist doch alles gut gegangen. Und du versprichst mir, dass du zu niemandem mehr ins Auto steigst, ja? Und wenn er dir 100-mal verspricht, er bringt dich zu mir, ja? Wenn ich dich sehen will, dann komme ich selber. Und wann? Bald. Bald bin ich wieder da. Ich verspreche es dir. Hab mich ganz schön mitgenommen, was du zu Jens im Führerzimmer gesagt hast. Genutzt hat es nichts. Und jetzt hast du Zweifel. Jan, sieh ihn dir doch mal genau an. Benny hat deine Augen und deinen Mund. Aber vor allen Dingen hat er dein Herz. Du meldest dich, oder? Sobald ich kann. We'll be right back.
1811. Okay. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ja. 1812. Nee. Übertreten. Komm, ey. Übertreten. Das war so ein Stückchen. Das ist schwierig. Das würde ich bei dir auch nicht sagen. Das sind die Spielchen. Frau Staatsanwältin lässt nachfragen, wann sie mit dem Abschlussbericht im Fall Opitz rechnen kann. Du, ich muss Benny von der Schule abholen. Nee, heute bin ich dran. Ich hab's Benny versprochen. Ist Geburtstagsgeschenk. Ach ja, was ist mit deinem Abschlussbericht, hä? Tja, meiner ist auch fertig. Ja, super, ihr Streber. Und wenn Sie die Berichte haben? In 3 Stunden. Sag mal, wohin wollt ihr eigentlich? Adventure Park. Ja, da haben sich ja 2 gefunden. Hey, und nicht so viel Cola, nicht so viel Süßigkeiten, Signore Alvarez. Ich komm nicht so spät nach Hause, hörst du? Also dann. Ciao. Hi, Miguel. Hi, Benny. Haben wir heute dabei? Eine nette Tochter haben Sie. Ja. Und Sie einen netten Sohn. Ja. Finden Sie? Hi, ich bin Benny. Benny? Okay, und was willst du? Willst du Musik hören? Nee. Vielleicht ein Eis? Mhm. Will von euch jemand ein Eis? Mhm. Kann man nichts machen. Tschüss. Und du bist alleinerziehend? Ich auch. Ganz so einfach ist es natürlich nicht, aber wird ihn schon durchkriegen, den Zwerg. Wo sind die beiden eigentlich? Conny ist da drüben. Und wo ist Benny? Benny? Benny! Hör mal, der Junge, der vorhin bei dir war, weißt du, wo der steckt? Der ist da rübergegangen. Und dann ist ein Auto eingestiegen. Ist er in ein Auto gestiegen? Ja. Was war das für ein Auto? Weiß nicht. Komm. Denk nach, konzentrier dich. So eins mit einer Schnauze? Schnauze haben die alle Farbe. Rot oder schwarz? Meine Güte, was heißt oder? Was ist mit dem Kennzeichen? Weiß ich nicht. Verdammte Scheiße, du wirst ja wohl noch lesen können, oder was? Hey, was soll das? Wir müssen auf deinen Sohn aufpassen. Das ist nicht mein Sohn. Das ist jetzt aber nicht wahr, oder? Sag mal, spinnst du? Verdammt nochmal, ich hab dir Benny anvertraut. Wie kannst du ihn einfach aus den Augen verlieren? Das war ein besonderer Komm, 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 Miguel, hör mir auf mit dieser Scheiße, ja? Was war das für ein Auto? Was das für ein Auto war? Ich weiß es nicht. Ich meine, außer dem Mädchen hat keiner was gesehen und das ist völlig vage. Das gibt's doch nicht. Sag mal, wie kann sowas passieren, hä?
Wie kannst du so blöd sein? Ich dachte, du bist Polizist! Ja, du auch. Und trotzdem steigt dein Junge in fremde Fahrzeuge. Willst du mich verarschen? Willst du mich für blöd verkaufen? Ja, ja, stopp jetzt. Beruhigt euch. Beruhigen, ja? Man muss sich dir erklären, was jeden Tag passiert? Ein Kind verschwindet! Und zwei Tage später wird es im Gebüsch gefunden, missbraucht! Jan! Jetzt nimm nicht gleich das Schlimmste an. Hast du eine Fahndung rausgegeben? Natürlich habe ich eine Fahndung rausgegeben. Ich habe sofort die Zufahrtsstraße kontrollieren lassen. Ich habe alles angeleiert. Und? Miguel, ich verspreche dir, wenn Benni auch nur das Geringste passiert, Jan! Ich verstehe ja deine Angst, aber die hilft uns nichts. Wir müssen einen klaren Kopf behalten. Benni muss nicht unbedingt an einen Sexualtäter geraten sein. Möglich wäre eine Entführung. Gibt es irgendjemand, der Interesse daran haben könnte, dass Benni entführt wird? Anja. Ist meine Ex. Ja, könnte sie was mit der Sache zu tun haben? Sie wollte Benni öfter mal zu sich holen in letzter Zeit, aber... Vielleicht ist sie ja zufällig in Leipzig. Vielleicht saß sie ja in den Wagen, in den Benni eingestiegen ist. Ist doch möglich, oder nicht? Ruf sie an. Anja, Jan hier. Wo bist du? Mailand. Benni ist verschwunden. Möglicherweise entführt. Nein, wir wissen es noch nicht genau. Ja, wenn du meinst. Und wer das ungefähr? Gut, ich hole dich ab. Anja! Geht schon. Nein. Aber meine Kollegen haben alles vorbereitet für den Fall, dass sich jemand meldet. Du hast ein Shooting abgebrochen? Du bist lustig. Mutter. Trautschke. Hallo. Das ist mein Chef. Freut mich. Das sind meine Kollegen Ina und Miguel. Guten Abend. Das ist Hertha. Sie kümmert sich um Benni, wenn ich arbeite. Es hat sich noch niemand gemeldet, Herr Maybach. Der arme Benni, diese stockfinstere Nacht. Ich könnte verrückt werden. Tonbandfangschaltung. Alles präpariert. Jetzt müssen wir abwarten. Führer. Weiß ich nicht. Er sagt, du sollst den Briefkasten nachziehen. Bist du soweit okay? Ja. Pass auf, Benni. Sag dem Entführer, ich werde erfüllen, was er verlangt, okay? Hörst du? Benni! Benni! Aufgelegt. Verdammt! Ja,
Dann sei beruhigt. Zumindest wissen wir, dass Benny lebt. Hast du das Gespräch orten können? Das Einzige, was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass von irgendeinem Handy aus angerufen wurde. Okay, prüf die Hintergrundgeräusche. Besorgen Sie 2 Millionen. Den kleinen Schein zu 50 innerhalb von 12 Stunden nach Erhalt dieser Forderung. Also um 13 Uhr. Und warten Sie auf weitere Anweisungen. Scheint ein ganz normaler Drucker zu sein. Wahrscheinlich Tintenstrahl. Ich bring's ins Labor zur Untersuchung. Okay. Wir müssen uns Geld besorgen. Wir kümmern uns ums Geld. Ja, dann soll jemand hier bleiben. Nee, ist okay. Und Sie gehen nach Hause und schlafen ein bisschen länger. Ich schlafe bestimmt nicht, solange Benny irgendwo da draußen ist. 2, als ich ihn ihm geschenkt habe. Kann er sich doch bestimmt nicht erinnern. Er weiß, dass er von dir ist. Tut weh. All die verlorenen Jahre. Er ist groß geworden, nicht? Ich habe davon gar nichts mitgekriegt. Aber versteh mich nicht falsch. Für mich gab es nie die Frage, ob du Benny nimmst. Du warst der Einzige, den ich mir vorstellen konnte. Ich war damals eben einfach nicht in der Lage, mich um irgendjemanden zu kümmern. Aber das ist jetzt vorbei. Ich bin weg von dem Zeug und ich will nicht, dass er mir irgendwann als Erwachsener gegenübersteht und ich ihm völlig fremd bin. Du hättest ihn mir in den Ferien lassen können. Damit du ihn mit auf Tingeltour nimmst? Moment mal, das, was du Tingeltour nennst, ist mein Job. Und in den Ferien hätte ich sehr wohl Zeit für ihn gefunden. Anja! Du enthältst ihn mir vor! Das ist nicht wahr! Das ist wohl wahr! Weil du immer noch Angst hast, ich könnte einen schlechten Einfluss auf ihn haben. Ach, das ist doch Unsinn! Ich verspreche dir, wenn wir Benny wiederhaben, werden wir das irgendwie regeln. Die Laborergebnisse sind negativ. Keine Spuren von Speichel und keine Fingerabdrücke auf dem Brief mit der Lösegeldforderung. Wir haben auch mit Bennys Schulfreund und mit seinen Lehrern gesprochen, aber keinem ist was aufgefallen. Aber er muss Benny beobachtet haben. Ja. Hier, das hat die Kleine vom Spielplatz für uns gezeichnet. Ich weiß, es ist kein Foto, aber immerhin hat sie sich beim Malen erinnert, dass die hinteren Fenster des Autos dunkel getönt waren. Bei der Farbe ist sie sich leider nicht so sicher. Aber ich finde, das sieht wie ein Van aus, oder? Ja, aber solche Dinge hat fast jeder Hersteller im Programm. Vielleicht ist Hertha ja mal so ein Van aufgefallen. Was ist mit dem Geld? Kai und Miguel sind drüben und präparieren es. Ich kümmere mich mal um sie, ja. Der größte Schwachpunkt ist immer die Geldübergabe. Die meisten Entführer werden darüber geschnappt. Das ist ein Fall für einen Gabelstapler hier. Der entwischt uns nicht. Hoffentlich. Jan, wir unternehmen nichts, was Bennys Leben gefährden könnte. Klar. Ja? Benny. Ja. Okay. Okay, hab ich. Und halt durch, mein Kleiner. Hallo? Wir sollen das Geld im Altkleidercontainer an der Bischofsstraße deponieren. Na dann, Beeilung! Schön das Geld da rein!
Bundesländer? Vergessen. Da stimmt doch was nicht. Der wird schon kommen. Wir haben das ganze Geld in kleinen Scheinen. Wenn er den Packen da rausholt, ist doch nicht ganz unauffällig. Dann muss er damit rechnen, dass der Container beobachtet wird. Sag mal, kann es nicht sein, dass es um was anderes geht? Gar nicht um Kohle? Um was? Ja, denk doch mal nach. Er wird kommen. Er muss kommen. Lösegeld. So ein Unsinn. Ich habe von dem Geld nichts gewusst. Und Sie waren rein zufällig da? Nee, ich wollte den Container leeren. Ach, ausgerechnet heute, ja? Jan, ausgerechnet heute. Was heißt denn ausgerechnet? Leerung ist jeden Dienstag und heute ist Dienstag. Den haben wir in dem Altkleidercontainer gefunden. Jan, das muss irgendwas mit deiner Kölner Zeit zu tun haben. Vielleicht mit deiner Zeit beim BKA. Wirklich, aber der Typ, dieser LKW-Fahrer... Dieser LKW-Fahrer, Jan, der hat damit nichts zu tun. Du reagierst einfach zu heftig. Ich verstehe dich, aber das hilft nicht und du hilfst auch Benny nicht. Also halt dich zurück. Wir müssen Verbindung mit dem BKA aufnehmen. Sie sollen uns seine gesammelten Fälle schicken. Das mache ich. Ja, soweit man das nach so einer Zeichnung sagen kann. So einen Wagen habe ich mal unten in der Straße gesehen. Aber der war dunkel. Ist Ihnen irgendwas besonders aufgefallen, das Kennzeichen oder so? Die Zahlen. Die Zahlen? Ja, das waren die Zahlen des Jahres, in dem mein Mann gestorben ist. Und wann war das? 1988. Und der Rest ist...